Anschluss an die Partie des Wuppertaler SV gegen den SV Strahlen, die Nachholpartie vom 23. Spieltag. Der Endstand 2:1 für den BSV. Ich begrüße beide Trainer, Rudi Zeli auf Strahlener Seite, Björn Mehnert auf BSV-Seite. Und wie immer dürfen unsere Gäste beginnen. Bitte schön. Ja, hallo zusammen. Erstmal Glückwunsch zum Sieg im Wuppertaler SV. Wir standen gerade in der Kabine. Wir waren enttäuscht über das Ergebnis, aber ich glaube nicht über die Art und Weise, wie wir hier aufgetreten sind. Die Mannschaft hat sehr couragiert, mutig gespielt. Wir wussten, wenn wir den BSV spielen lassen, dann wird es schwer, weil die Qualität hoch ist. Ja, und wir hatten uns vorgenommen, hoch anzulaufen. Das haben wir nahezu über die gesamte Spielzeit hinbekommen. Die anderen leider auch in der ersten Halbzeit bei vielen Balleroberungen mit den Pässen ins letzte Drittel zu ungenau. Teilweise war es dann auch in drei Situationen den Platz geschuldet. Aber insgesamt war es dann im letzten Drittel zu harmlos. Ja, und dann kam das 0-1 aus dem heiteren Himmel, kurz vor der Pause. Wir haben uns dann ein bisschen geschüttelt in der Halbzeit, haben uns vorgenommen, genauso weiterzumachen. Und ich denke schon, dass wir durch die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, Wuppertal auch ein Stück weit beeindruckt war. Ja, und kommen dann aus der Pause direkt mit dem Ausgleich und waren dann halt in zwei Situationen, zum 0-1 und zum 1-2. Ja, nicht griffig genug, sind dann den Ball hinterhergelaufen, haben dann den Ballweg beobachtet, anstatt uns am Gegner zu orientieren. Und der BSV hat dann halt die Qualität und macht die beiden Tore. Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, vielleicht beim 1-2 auch ein Bauspiel noch vorangegangen, aber das ist nebensächlich, weil wir den zweiten Ball dann nicht erobern, der schon abgewehrt worden ist. Natürlich hat der BSV insgesamt Chancen plus gehabt, ja, aber das denke ich mal ist zu erwarten, wenn der BSV gegen den BSV Strahlen spielt, gerade im Wuppertal. Trotzdem haben wir nicht viel zugelassen und das ist ein Riesenkompliment für meine Mannschaft, wie sie gegen den Ball gearbeitet haben und wie sie gedoppelt haben. Und einfach leidenschaftlich über 90 Minuten einer Spitzenmannschaft echt alles abverlangt haben. Und wie gesagt, für den Aufwand hätten wir uns gerne mit dem Punkt belohnt. Ist jetzt leider nicht der Fall gewesen, aufgrund des Chancenplusses. Also ich habe dann noch eine Doppelchance erzählt für den BSV und den Kopfball. Und in der ersten Halbzeit, wo Robin Deppel die Fußabwehr macht, kann man jetzt sagen, das geht dann in Ordnung. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, hätten wir uns mit Sicherheit im Umfeld nicht gehabt. Danke. Vielen Dank. Mede, dein Kommentar zum Spiel. Ja, schönen guten Abend dann. Alles klar. Bin ich aber nicht überrascht, genauso von der Leistung von Strahlen, weil wer den Weg von dem Kollegen von Rudi verfolgt, der weiß, dass eine Mannschaft immer sehr gut einstellt, die dann auch sehr, sehr organisiert spielt, sehr strukturiert, aber auch heute nach vorne gut verteidigt hat, immer wieder auch durch eine Kompaktheit, aber vorne aggressiv angelaufen sind. Man kennt den Platz, von oben sieht er vielleicht gut aus. Da ist es nicht so einfach, dann fußballische Lösungen immer zu finden. Ich glaube, es war ein Spiel auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit, wobei wir die riesige Chance haben, Rudi hat es gerade auch gesagt, wo Rahmann sich sehr gut durchsetzt, in den Rückraum legt, Hanke den Schuss und der Torwart noch mit dem Fuß den abwehrt. Dann war es wirklich so, dass wir vielleicht mit dem 0-0 dachten, in die Halbzeit gehen zu müssen, aber dann machen wir das 1-0 durch den abgefälschten Ball, glaube ich. Ich sage aber immer, andere Sache ist Glück. Ich glaube einfach, man muss es sich erarbeiten und es gibt kein Glück oder Pech im Fußball, es gibt nur Arbeit und die wird am Ende des Tages belohnt. Nach Halbzeit haben wir dann, in der zweiten oder dritten Minute nach der Halbzeit, waren wir im Tiefschlaf, also ein Gegentor darf uns einfach nicht passieren, wobei ich sagen muss, Lunga mit der Geschwindigkeit und Kader kann man einfach nicht in jeder Situation verteidigen, hat man heute auch gesehen. Dann hat der, glaube ich, beste Spielzug des Spiels zum 2:1 geführt, das war hervorragend vorgetragen und solche Bälle, sagen wir mal, aus dem Halbraum, über außen, zwischen Torwart und Verteidigungslinie, wir beiden waren auch Defensivspieler, wissen wir beide, sind nicht so einfach zu verteidigen, wenn man mit dem Gesicht als Verteidiger zum eigenen Tor läuft. Ja, und dann ist ein Torjäger wie Roman einfach auch da, der war ja Vormann von Heidemann gespielt. Und dann, wie gesagt,
spielt der Kopf auch ein bisschen eine Rolle bei den Jungs, das verstehe ich auch. Wir haben das ein oder andere Spiel, wird dann auch immer von euch thematisiert, nicht über die Zeit gebracht. Deswegen war es uns einfach wichtig, dann Kompaktheit herzustellen. Wir haben das System nochmal ein bisschen adaptiert, angepasst, so ein bisschen, um da einfach ja, die Defensive zu stärken, den Flügel zu stärken mit zwei Leuten auf dem Flügel. Hatten dann noch, ich glaube, die zwei- oder dreifach Chance im 5-Meter-Raum, den haben wir geblockt, aber es zeigt halt auch die Leidenschaft, die Mentalität von Strahl, von Rudi, von seiner Truppe, dass sich da immer einer gegengeworfen hat. Ich glaube, am Ende des Tages ist es schon ein verdienter Sieg, wenn man sich die Chancen anguckt, aber es war ein knapper Sieg und deswegen, wie gesagt, gegen eine aufopferungskämpfende Mannschaft, kein super Fußballspiel auf dem Boden, auch nicht hier zu erwarten, bloß wir haben den Sieg jetzt mitgenommen. Wir haben es geschafft, drei Punkte hier einzufahren und schauen wir mal. Jetzt konzentrieren wir uns auf Sonntag gegen Schalke. Vielen Dank, Nene. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitteschön. Ja, an Björn einmal. Die englischen Wochen gehen jetzt fröhlich weiter. Wie wollt ihr das handeln, damit es euch nicht so geht wie Fortuna Köln jetzt zuletzt? Wir sind der Wuppertaler SV und wir handeln es auf unsere Art und Weise. Und wie? Indem wir regelmäßig trainieren und vorbereiten und das wird Fortuna Köln auch machen, davon ab. Wir haben einen breiten Kader. Jeder muss verstehen, dass er jetzt gebraucht wird. Wir sind im Pokal noch drin. Wir haben noch etliche Meisterschaftsspiele. Und da muss jeder das auch akzeptieren. Wir entscheiden uns ja nicht gegen einen Spieler, das wird Rudi sicher bestehen, sondern wir entscheiden uns immer für eine Startelf. Und manchmal liegt man richtig, manchmal nicht. Aber das ist jeder wichtig, auch als Einwechselspieler. Wir werden jeden benötigen. Und das ist so. Und das muss jeder auch so hinnehmen. Und wie gesagt, wenn das jeder schafft und jeder versteht, dann glaube ich, werden wir viele Punkte da. Gibt es weitere Fragen oder Nachfragen? Kevin Pires ist am Sonntag wieder dabei. Gucken wir mal. Also ist keine längere Geschichte. Nein, das ist keine längere Geschichte, aber es ist krankheitsbedingt abwesend und deswegen müssen wir jetzt einfach gucken. Wie gesagt, trotzdem, die Mannschaft hat es auch gut gelöst. Gegen Münster 95 Minuten 1-0 geführt, gegen eine Top-Mannschaft, die sich zum Aufstiegsfavoriten ja auch vor der Saison erklärt hat. Ich glaube auch, aufgrund der zweiten Halbzeit gar nicht unverdient dann geführt. Aber jetzt heute 2-1 gewonnen gegen eine gute Mannschaft, die wirklich mit Leidenschaft und Mentalität dagegen gehalten hat und darüber hinaus auch offensiv gute Aktionen hatte, muss man auch sagen. Deswegen Püttlig ist gesperrt. Wir haben Salau jetzt bewusst heute auch draußen gelassen. Nach der langen Verletzung müssen wir aufpassen mit der Belastung. Aber der Kader ist breit aufgestellt. Wie gesagt, nochmal, wenn jeder es versteht und kapiert, dass er da sein muss, wenn er benötigt wird, das ist eine tolle Truppe und dann werden wir auch was Tolles erreichen. Nachfrage? Ja, an Rudi noch. Inwieweit euch vielleicht inzwischen der Blick nach unten in die Tabelle beunruhigt, weil die Mannschaften ja auch ganz gut anfangen zu punkten, gerade von unten. So Aachen, Bonn und so. Ja, mit dem Sieg im Rücken gegen FC Schalke 04 hatte sich die Lage ja ein bisschen entspannt. Hm. Aber ich glaube, wer die Jungs heute gesehen hat, und das wissen die Jungs, worum es geht. Ja, und wenn wir so weiter agieren und weiter so auftreten, werden wir die Punkte holen. Ja, und das möglichst auch in Lippstadt am Samstag schon, weil es einfach jetzt eine Zeit gebraucht hat, auch um zu analysieren und dahinter zu kommen, wieso, weshalb, warum vielleicht die Konstanz gefehlt hat. Ne? Und die Jungs wissen, was gefordert ist jetzt von uns, ne, und die wissen, was sie auf die Platte bringen müssen, und das hat man jetzt über drei Spiele gesehen, und ich appelliere halt immer nur daran, das bis zum Saisonende so weiterzuführen, und dann werden auch wir die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen. Gibt es weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Ich wünsche den Gästen erstmal eine gute Heimfahrt, weiter alles Gute für den SV Strahl, für uns geht es am Sonntag gegen Schalke weiter. Vielen Dank und schönen Abend.